hier auf dem Flugplatz Berg Neustadt auf dem Dümpel und richten hier dieses Jahr zum 5. Mal den Segelkunstflugwettbewerb aus mit Schulungsdoppelsitzern, um das Ganze auch einer breiten Bandbreite von Piloten ermöglichen zu können. Und man kann wunderbar den Segelkunstflug hier vom Platz aus beobachten, weil die Kunstflugbox ein bisschen nördlich des Platzes ist. Die Programme jetzt sind zwischen 8 und 10 Figuren, die wir fliegen, da wir im Segelflug ja nur die Höhe als Motor haben. Dabei werden halt in diesen 1000 Höhenmetern, die wir zur Verfügung haben, wie gesagt, 8 bis 10 Figuren geflogen. Geschwindigkeiten von 0 bis 260 km/h erreicht und bei den G-Belastungen sind wir von plus 6 bis minus 3 G jetzt während des Wettbewerbs geflogen. Die Figuren, die wir dabei fliegen, gehen vom einfachen Looping, hört sich einfach an, aber er soll halt rund sein und nicht wie ein Ei zum Beispiel oder eine Rolle, wo man sich um die Längsachse dreht, bis zu einem Turn, wo es senkrecht nach oben geht, oben bei 0 km/h auf der Stelle noch gedreht wird, dann geht es wieder senkrecht herunter und halt eine Kombination aus den verschiedensten Figuren.